Es ist Tag 16 des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und wir wollen natürlich direkt als allererstes auf den aktuellen Frontverlauf blicken. Denn es gibt immer noch wenig Bewegung, dafür aber neue Kämpfe. Laut Pentagon versuchen russische Truppen, entscheidende ukrainische Städte einzukreisen. Doch bislang konnte die ukrainische Armee den Vormarsch zurückhalten. Auch in dieser Nacht gab es allerdings wieder heftige Kämpfe, zum Beispiel in Kharkiv im Osten des Landes. Innerhalb von 2 Wochen wurden dort bereits 400 Gebäude zerstört. Katastrophal ist die Lage weiterhin in der Hafenstadt Mariupol, die laut Ukraine von den russischen Truppen blockiert und beschossen wird. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes berichten von dramatischen Szenen in der Hafenstadt, von Plünderungen und Kämpfen um Nahrungsmittel. Keinen schnellen EU-Beitritt, dafür aber weitere Waffen und Ausrüstung für die Ukraine. Genau darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU beim Gipfel in Versailles verständigt. Unterdessen versuchen die russischen Truppen in der Ukraine weiterhin wichtige Städte einzukreisen. Die ukrainische Armee kann nach eigenen Angaben den Vormarsch doch bremsen. Die Lage der Einwohner, die bleibt schwer, vor allem in der blockierten Hafenstadt Mariupol. Ihnen bleibt nichts mehr, den Menschen von Mariupol. Ihr Zuhause zerbombt, die Hafenstadt belagert. Bewohner liefern sich Kämpfe um Lebensmittel, Benzin, Medikamente und Trinkwasser. Apotheken und Geschäfte wurden bereits vor Tagen geplündert. Einige Menschen haben noch Essen. Wie lange es reichen wird, ungewiss. So das Internationale Rote Kreuz. Die Befürchtung, die Stadt soll ausgehungert werden. Russland hält Mariupol in Geiselhaft, so der ukrainische Präsident. Selenskyj sagt in einer Fernsehansprache, es sei der blanke Terror von erfahrenen russischen Terroristen. 100.000 Ukrainer konnten in den vergangenen 2 Tagen belagerte Städte verlassen, allerdings nicht Mariupol. Der russische Konvoi vor Mariupol und auch vor der Hauptstadt Kiew hat sich teilweise aufgelöst und auf andere Städte verlagert, wie Satellitenbilder zeigen sollen. Die Ukraine pocht weiter auf ein Spitzentreffen der Präsidenten. Einen Vermittlungsversuch will offenbar der deutsche Altkanzler unternehmen. Während Schröders Frau mit Blick auf den Roten Platz betet, trifft ihr Mann den Kreml-Chef. Allerdings nicht abgestimmt mit der Bundesregierung. SPD-Chef Klingbeil begrüßt das Treffen dennoch. Jedes Gespräch sei erstmal was Vernünftiges. Der Kanzler lässt das am Rande des EU-Gipfels im französischen Versailles unkommentiert. Nur so viel. Es ist jetzt unsere ganz wichtige Aufgabe, alles dafür zu tun, dass das kriegerische Treiben, dass der Krieg dort endet. Alles außer einen Importstopp von russischem Gas, Öl und Kohle, so die deutsche Position. Doch diese kommt weiter unter Druck. Brüssel will die Gasspeicher bis Oktober zu 90% füllen. Außenministerin Baerbock warnt erneut, ohne russische Importe hätte Deutschland in ein paar Wochen keinen Strom und keine Wärme mehr. Wie viele Tage würden wir denn aufrechterhalten können, dass Leute nicht mehr zur Arbeit fahren können, dass wir in Kindergärten keinen Strom mehr haben, dass wir Krankenhäuser nicht mehr wirklich am Laufen erhalten können? Das ist genau doch die Destabilisierung, die sich der russische Präsident nur wünschen würde. Angst hat man in Berlin vielleicht auch vor ähnlichen Bildern in Deutschland. Ausschreitungen und Proteste gegen gestiegene Spritpreise in Albanien. Wir wollen natürlich heute Morgen direkt nach Kiew schauen. Unser Kollege Steffen Schwarzkopf ist einer der letzten deutschen Journalisten vor Ort. Steffen, wie war die Nacht in Kiew? Wir hören ja, dass der Belagerungsring immer enger wird um die Hauptstadt jetzt. Also zunächst einmal, es hat heute Nacht hier mehrmals wieder Luftalarm gegeben. Detonationen habe ich so eigentlich nicht wahrnehmen können. Fakt ist aber allerdings, dass tatsächlich der russische Vorstoß auf die Hauptstadt weitergeht. Es ist keine Einkreisung oder Einkesselung im Süden und auch im Südosten. Da stehen keine russischen Truppen, aber von Norden und auch jetzt vom Nordosten her heißt es, würden sich da 2 Konvois auf die Hauptstadt zubewegen. Dieser lange Konvoi, dieser 60 Kilometer lange Konvoi im Norden, der habe sich aufgeteilt, heißt es, vom Pentagon und auch vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Und teilweise sei die Artillerie in Feuerstellung dort inzwischen gegangen. Auch habe es leichte Fortschritte, also eine leichte Fortbewegung gegeben in Richtung Hauptstadt, also von 25 Kilometern auf 20 Kilometer ans Stadtzentrum sozusagen heran. Und im Nordosten, da hat eine ukrainische Parlamentarierin heute Morgen auch bestätigt, hat es Kämpfe gegeben zwischen ukrainischen und russischen Truppen. Also man stellt sich dann darauf ein, dass das, was über Tage nicht passiert ist, dass nämlich russische Truppen versucht haben, hier ins Zentrum vorzustoßen, dass das bald passieren könnte. Darauf bereiten sich die Menschen natürlich weiterhin vor, auch hier in Kiew, und das nicht nur an der Front.